Hey, moin Leute, schön, dass ihr da seid. Ich habe für euch hier eine Drohne mitgebracht. Für 100 Euro und dann noch in 4K. Da checken wir doch mal, was die so kann. Auch gleich eine schöne Tasche mit dabei. Das ist natürlich cool. Zwei Batterien, Fernbedienung, die Drohne, Zubehör und eine Gebrauchsanweisung. Und hier ist die Drohne sehr leicht, auch zum Aufklappen, voll Mavic-mäßig. Alter Schwede, vielleicht hat die ja sogar ein geiles Bild für 100 Euro, das wäre ja fantastisch. Die kostet ja nur ein Viertel davon, von einer DJI. Und mal sehen, wenn die genauso geile Bilder macht, dann kaufe ich mir ab jetzt immer eine Fakyang-Drohne. Die Drohne macht eigentlich einen plastikmäßigen Eindruck, ein bisschen sehr leicht kommt sie mir vor. Und auch dieser Klappmechanismus ist sehr simpel gemacht. Mal gucken, wie sie sich in der Luft macht. Auch die Fernbedienung ist etwas klapprig und sieht mehr nach einem Spielzeug aus für 100 Euro. Naja, wer weiß, vielleicht ist ja die Kamera richtig geil. Ich habe mal eben versucht, die Drohne zu starten mit der App, die hier auf dem Handy ist. Und da habe ich einfach mal den Startknopf gedrückt und das Ding ist mir direkt entgegengeflogen. Alter Schwede, das ist doch gefährlich. Ich komme auch mit der App, muss ich sagen, überhaupt nicht klar. Ich weiß auch gar nicht, wie man aufnimmt. Wahrscheinlich nimmt er nur Video auf direkt over the air aufs Handy. Das heißt, du hast auch keine Speicherkarte, die du dort in die Drohne reinbauen kannst. Von daher, denke ich mal, wird es so sein. Ich habe jetzt wirklich alles durchsucht. So Leute, Fazit, ich würde sagen, die Drohne hat es nicht so richtig toll gemacht. Es geht ja auch irgendwie um den Spaßfaktor bei 100 Euro. Wenn ich hier schon eine Drohne habe, wo ich auf der Fernbedienung einstellen muss, wie doll die links und rechts fliegt, wenn jetzt zum Beispiel Wind von da kommt, dann müsste ich hier weiter rüber, damit sie gerade bleibt. Wind und von oben und unten, und dann müsste ich das genau erstmal justieren. Wenn ich das schon machen muss bei einer 100 Euro Drohne, dann hat sie wahrscheinlich überhaupt keine Sensoren, um gerade in der Luft zu liegen. Und das sind auch nur angedeutete Sensoren. Ich glaube, das sind auch nur Lampen oder sowas. Hier unten scheint ein Sensor zu sein. Aber auch beim Landen knallt die Drohne einfach runter und stoppt nicht vorher ab. Also sieht anscheinend gar nicht, wo sie runterfliegt oder was. Auch der Home-Button in der Software, als ich den gedrückt habe, ist das Ding einfach direkt auf mich zugeschossen. Ich habe es gerade so überlebt. Also es ist ein Plastikteil, was so erstmal gut aussieht. Schon wenn man es anfasst und auspackt, es ist billigstes Plastik, muss man so sagen. Auch die Fernbedienung, billigstes Plastik, muss aber alles nichts bedeuten. Es hätte ja eine geile Bildqualität wenigstens am Ende sein können, aber ist es gar nicht. Von 4K weit entfernt noch nicht mal HD, also wirklich ganz, ganz schlechte, grottige Bildqualität, grottige Flugeigenschaften. Also das Ding ist eigentlich nur, das kannst du an eine Wand nageln und kannst sagen, ich habe eine Drohne, ich schicke die Drohne wieder zurück, das bringt so nichts, was soll ich damit? Die ist überhaupt vielleicht 20 Euro wert, würde ich jetzt mal so sagen, mehr nicht. Hinter mir geht gerade Werder los, da muss ich jetzt hin. Schön, dass ihr dabei wart, wäre schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen da lasst. Macht's gut, ciao.